Cool. Wir werden mal mit ihr reden. Ich habe da einen Gedanken. Nur einen? Ach, wie witzig. Ihr und Mutter solltet eine Gauklertruppe gründen und durch die Lande ziehen. Wir haben eine Gelegenheit, die wir meiner Ansicht nach nutzen sollten. Im Klartext, meiner Mutter wurde einst von einem besonders lästigen Templer ein bestimmtes Zauberbuch geraubt. Das geschah lange vor meiner Geburt, aber noch heute erfüllt sie der Verlust mit großem Zorn. Im Zirkel der Magi herrscht Chaos. Da wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Buch zurückzuholen. Denn es ist mit Sicherheit am Ende in ihrem Besitz gelandet. Was sagt ihr mir jetzt? Es ist mir nicht eingefallen, als wir noch im Turm der Magier waren. Leider. Mutter ist davon ausgegangen, dass das Buch auf ewig verloren wäre. Es ist mir erst jetzt eingefallen, als ich darüber nachdachte, welche Schätze sich wohl im Turm des Zirkels der Magi finden ließen. In seinem jetzigen Zustand. Gut, mich interessiert vor allem der Inhalt, solltet ihr es finden. Das Zauberbuch ist in Leder gebunden und mit einem symbolisierten Baum ohne Blätter verziert. Wenn ihr es nicht findet, werde ich es einfach vergessen. Okay. Also haben wir eine neue Quest. Na gut. Warte mal, wo ist denn der? Ach, Gefährten. Okay. Ah, okay. Gut. Dann müssen wir irgendwann da nochmal suchen. Wir haben hier echt keine Kiste, wo wir hier irgendwo mal was zwischenbunkern können. Wer bist du eigentlich hier? Der Zirkel der Magi ist bereit, euch zu unterstützen, Grauer Wächter. Ebenso wie die Templer der Kirche. Allein die Bedeutung eurer Mission hat sie unter einem gemeinsamen Banner vereint. Ansonsten wäre das nicht geschehen. Gut, dann würde ich sagen, das Problem ist nur, ich habe keine Rüstung für ihn. Ich schweige irgendwie. So. Er ist Krieger. Level 11, Level 10, Level 9. Ihn lasse ich jetzt mal hier. Ihn ja, mit. In der Tat. Ja. Oder nee, warte mal. Ihn lasse ich nochmal. Braska. Ja. Ihn mit mal. Ich will gucken, ob er wieder kämpfen kann. Weil er jetzt auch automatisch mal kämpft. So. Mal kurz gucken. Die Verderbnis hier, Walter. Okay, dann gehen wir mal dahin. Ups. Ja. Ja. In der Tat. Dann gehen wir mal dahin. Die ist schon weg. Ja, komisch, ist ja bis jetzt nicht passiert, wa? Bleibt sofort stehen, Fremder! An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell! Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Ein grauer Wächter? Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Nein, das ist wahr. Vielleicht sollte ich den Hüter selbst entscheiden lassen.
Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir. Alles klar. Ich sehe, wir haben Gäste. Wer sind diese Fremden, Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Dieser hier behauptet, ein grauer Wächter zu sein und möchte mit dem Clan sprechen. Ich hielt es für das Beste, die Entscheidung euch zu überlassen. Das war klug von dir. Masi Runners, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Gesundheit. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrian, der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Oh, ein Schemlin mit Manieren. Interessant. Was führt euch hierher? Seid ihr hier, um uns Neuigkeiten über die Verderbnis zu bringen? Ich habe die Fäulnis schon gespürt, die sich im Süden ausbreitet. Das Vorhandensein der Verderbnis ist nicht neu für mich. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Was ist los? Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Machen wir. Unser Clan hat den Brasilienwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil Ferelden betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Ah, komm, das machen wir mit links. Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ich werde den Schattenreiser für euch finden. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich brauche Ausrüstung. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Okay, ich sollte gehen. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. So einen Augenblick mal. Ich werde erstmal gucken. Und vernichtet die Verbindung der. Okay, da müssten wir auch nochmal suchen, wo das ist.
Hier gibt es schon noch Quests. Wo ist denn der? Da. Hallo? Jedenfalls hallo, wer seid ihr? Ich bin Cammon, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Ich sollte darüber nicht mit einem Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas. Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaynor wird sich nie mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Nein, das könnte ich nicht. Ich muss das Tier selbst erlegen. Das ist mein Übergangsritual, um ein vollwertiger Jäger zu werden. Aber der Hüter hat gesagt, nein, ich kann einfach nicht. Was, wenn ich einem Werwolf begegne? Allein könnte ich ihn niemals besiegen. Der Hüter würde sofort davon erfahren, wenn ich das Lager verlasse. Trotzdem, Master Runners für das Angebot. Das ist sehr freundlich von euch. Um sie zu werben? Ich verstehe nicht, was ihr meint. Ein Geschenk? Nein, das wäre unangemessen. Nicht bevor wir verheiratet sind. Ich habe für sie gesungen und wir haben lange Gespräche im Mondschein geführt. Aber solange ich ein Lehrling bin, hat das keine Bedeutung. Nicht für sie. Zum Beispiel? Das könntet ihr tun, aber was würde das nützen? Die Situation hat sich nicht geändert. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Wirklich? Ich bin bereit, alles zu versuchen. Ich könnte euch eine Belohnung anbieten. Ich habe ein Buch über unsere Geschichte. Es ist in Gemeinsprache geschrieben. Der Hüter hat es verfasst und meinem Vater vor dessen Tod gegeben. Wenn es sonst keinen Wert für euch hat, könntet ihr es doch bestimmt verkaufen. In den Ländern der Menschen müsste es einen gewissen Wert besitzen. Serranas, Oma Serranas, ich bete zur Göttin der Liebe, dass ihr Erfolg habt. Gut, dann wollen wir mal mit ihr... Wo ist denn jetzt? Da. Enderen Etischen, Fremder. Ihr habt mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Um...
Ist jetzt eine schwierige Entscheidung, wa? Moment mal. Oh, ich erwarte nicht, dass ein Fremder unsere Lebensweise versteht, aber ich kann Cammon einfach nicht heiraten. Er ist jetzt schon seit über 2 Jahren ein Lehrling der Jäger und hat es noch nicht geschafft, ein angemessenes Tier zu erlegen. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist etwas schiefgegangen. Vielleicht wollen die Schöpfer nicht, dass wir uns vermählen. Ich kann doch keinen Jägerlehrling heiraten, richtig? Aber was ist, wenn er nie ein vollwertiger Jäger wird? Was wird dann aus unserer Familie? Oh, ihr habt recht. Ich habe den armen Cammon unglücklich gemacht. Kein Wunder, dass er es nicht schafft, seine Jagd abzuschließen. Mercy Runners, ich danke euch. Ihr habt mir geholfen, das Ganze anders zu sehen. Ich gehe und spreche mit Cammon. Na bitte. Wir haben 2 Leute zusammengebracht. Ist doch schön. Cammon, ich war so dumm. Gaynor, was meinst du? Hast du deine Meinung geändert? Ja, habe ich. Der Fremde hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Ich habe dich unglücklich gemacht und das war falsch. Aber was ist mit meiner Jagd? Ach, das ist mir egal. Ich weiß, dass du deine Jagd bald abschließen wirst und wir werden glücklich sein. Wir und unsere Kinder. Danke, Gaynor. Du machst mich zu einem glücklichen Mann. Heute fühle ich mich von den Göttern gesegnet. No. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Ihr seid wundervoll. Ich bin so glücklich. Ist das nicht herrlich? Eine junge Liebe, der es gestattet ist, zu erblühen. Hier, nehmt dies. Es war lange im Besitz meiner Familie, aber ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Hat er mir jetzt da bekommen? Überzeuger. Schön. So, eine Quest haben wir noch. Was haben wir hier? Nö. Nüpp. So. Was ist mit dir? Wer ist da? Was? Oh, verzeiht, Fremder. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Haller zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Mein Name ist Elora. Ich bin die Meisterhirtin. Und es ist meine Aufgabe, mich um die Haller zu kümmern. Das ist vielleicht nicht ganz so aufregend, wie ein grauer Wächter zu sein, aber die Haller sind lebenswichtig für uns. Um ehrlich zu sein, hatte ich angenommen, ihr haltet meine Aufgabe im Vergleich zu eurer für langweilig. Oder liege ich da falsch? Es ist nett, dass ihr das sagt, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem nicht damit vergleichbar ist, das Land vor der Ausbreitung des Schattens zu retten. Um ehrlich zu sein, ist meine Rolle als Meisterhirtin eher bescheiden, aber ich bin sehr glücklich damit. Es wäre schön, wenn wir alle so zufrieden mit unserem Platz im Leben sein könnten. So, was ist jetzt ein Haller? Sie sind die edlen Tiere, die unser Arrowville ziehen. Die Menschen nennen es Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Ich habe eure Pferde gesehen. Sowohl die Beziehung, die ihr zu ihnen habt, als auch ihre Bestimmung sind anders. Wir reiten auf den Haller, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Die Haller entscheiden, wohin sie uns führen, und wir genießen das Privileg, dass sie unser Arrowville mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirten, mit den Haller zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knechtschaft. Warum habt ihr jetzt die Haller getrennt? Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden.
Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Nein, nein, es tut mir leid. Sie beruhigt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Und? Was meint ihr? Nee. Ich danke euch dennoch, dass ihr es versucht habt. Ich werde noch eine Weile beobachten, ob sich ihr Zustand bessert. Ich danke euch für eure Hilfe. Oh, wir haben Aufstieg. Da gucken wir gleich mal nach. Machen wir mal das und... Na? Das. So. Das können wir irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht warum. Linkschlag. Was haben wir hier? Gnadenstoß. Nehmen wir mal den Gnadenstoß. Aber irgendwie fällt mir gerade so auf. Alles klar. So, warte mal. Eigentlich kann ich ja eins raus, warte mal, macht mal so, weil kommen wir ja hier locker ran. So. Mal hier rüber. So, wo sind jetzt meine Zauber und Talente? So. Oder ist das. Ach, das ist passiv. Ah, okay, das ist also passiv. Also kann ich gar nicht überholen. Ist aber schade. Oder? Nee. Gut. Was haben wir jetzt noch für eine Quest bekommen? Ach ja, hier. Meine Überlebensfähigkeit. Was ist jetzt meine Überlebensfähigkeit? Wo finde ich denn die? Meine Überlebensfähigkeit. Müsste ich mal gucken. Was ist denn das? Okay. Okay, dann machen wir erstmal. Gehen wir erstmal in den Wald. Ach, hier haben wir auch noch eine Quest. Ach du, hier auch noch eine Quest. Da runter. Oder hier hoch. Vielen Dank. Ah, hat sogar die leuchtet, oder? Ziemlich gerade. Ah, hier. Was tust du da? Das Holz hat sich komplett verzogen. Hast du es im Regen liegen lassen? Nein, Meister Verathorn. Ich glaube, ich habe es zu stark erhitzt. Ach ja, soweit ich weiß, waren die Umstände seines Todes ziemlich tragisch. Es ist unerfreulich, von solchen Dingen zu sprechen. Meine Taten beschämen mich, Meister Verathorn. Das sollten sie auch. Wenn das so weitergeht, werden wir die Kunst noch ganz vergessen. Wirf dein totes Holz weg und fang von vorne an. Ich unterhalte mich mit unserem Gast. Nun gut, bitte vergebt mir, dass ich abgelenkt war, Fremder. Kann ich etwas für euch tun?
Ja, der Hüter hat angekündigt, dass ihr mich danach fragen könntet. Ich habe schon mal einiges zusammengestellt, was auch unsere Jäger verwenden. Beim Arrowville ist eine große Truhe, in der ich alles verstaut habe, was wir erübrigen können. Seht sie einfach durch und nehmt euch, was ihr benötigt. Ich bin der Handwerksmeister des Clans und dafür verantwortlich, so viel wie möglich über die alte elfische Kunst der Holz- und Erzbearbeitung in Erfahrung zu bringen. In Wahrheit wissen wir Dalish nur wenig, verglichen mit der Kunstfertigkeit, die wir einst besessen haben. Und selbst dieses Wenige mussten wir über mehrere Lebensspannen erlernen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Der Hüter hat uns verboten, im Wald nach dem Holz zu suchen. Deshalb werde ich jahrelang keine unserer herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Ich würde es nicht wagen, euch darum zu bitten. Aber wenn ihr zufällig auf Eisenborke stoßt, kann es nicht schaden, wenn ihr sie mitnehmt. Sie ist blau und ziemlich einzigartig. Ihr könnt nur die Borke nehmen, die der Baum schon abgeworfen hat. Falls ihr welche findet, bringt sie mir. Ich werde sie dann für euch bearbeiten. Na bitte, ist in Ordnung. Das würde mich freuen. Aber unsere Jäger haben Priorität. Das ist kein Thema. Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon. Gut, vielleicht können wir ja mal ein bisschen was loswerden. Wein. Ein Geschenk. Oh Mann. Granit. Manuskript. Ja, weg damit. Warum habe ich noch so viele Geschenken? Schau mal hier. Okay. Achso, das hätte da. Kleine Schmierfalle. Das war irgendwie mal so ein bisschen was haben. Das können wir noch verwenden. Das hätte da jetzt. Gut, okay. Danke. Das reicht erstmal. Ja. Und ist hier noch eine Quest. Andaren Artishan, Fremder. Ich bin Athras. Ich hoffe, die anderen sind nicht zu grob mit euch umgesprungen. Das ist sehr freundlich von euch. Die meisten würden einfach annehmen, wir seien grundsätzlich unfreundlich. Aber das stimmt nicht. Vor allem nicht gegenüber einem grauen Wächter. Aber wir haben viel verloren. Und in solchen Zeiten vergisst man die gebotene Höflichkeit viel zu leicht. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Keiner von uns ist glücklich über die aktuelle Situation. Und ich am allerwenigsten. Aber ich sollte nicht zu viel darüber sprechen. Vor allem nicht mit einem Außenstehenden. Ich nehme an, meine Probleme kümmern euch wenig. Es ist seltsam, so offen mit einem Fremden zu sprechen, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt
oder was mit ihr geschehen ist. Dann könnte ich Frieden finden. Ich werde im Wald nach ihr suchen. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Okay. So, Reisen. Da ist der Wald. Also, hier lang. Achso, die Kiste. Waren wir schon an der? Na, da ist die Truhe. Können wir mal kurz reingucken. Ein Liebesbrief. Aha. Haben wir hier noch? Mhm. So, ich würde sagen, wir kommen da raus. Nehmen wir noch die Pflänzchen hier mit. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Aufnahmepause und sehen uns dann nach der Aufnahme, nach meiner kleinen Pause dann wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dahin, ciao!